OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke, 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 danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Es ist die nächste Wahl, auf die ganz Österreich, zumindest das politische Österreich, schaut und die gleich mehrere Parteien ziemlich nervös macht. Die Rede ist von der steirischen Landtagswahl Ende November. Und dort könnte erneut ein Siegeszug der Freiheitlichen rauskommen. Wie er die Situation dort einschätzt, wie die Ausgangslage für die SPÖ ist und wie es mit der Bundes-SPÖ, dem Kurs und den Personen weitergehen soll, aber auch allfälligen Regierungsformen, das möchte ich jetzt den SPÖ-Chef aus der Steiermark und Spitzenkandidat aus der Steiermark, Anton Lang, fragen, den ich jetzt per Zuschaltung aus der Steiermark begrüßen darf. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und herzliche Grüße aus der Steiermark. Herr Lang, fangen wir mit der Ausgangslage an. Noch vor etlichen Monaten gab es Umfragen, die hatten sogar Sie, also die SPÖ, auf Platz 1 gesehen. Mittlerweile schaut das Ganze ganz anders aus. Mario Kunasek, der FPÖ-Spitzenkandidat, führt in den meisten Umfragen deutlich vor der ÖVP und vor der SPÖ. Also Ihnen droht Platz 3. Was ist da los in der Steiermark? Naja, Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Auch wir haben Umfragen. Wir gehen davon aus, dass in der Steiermark es ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird. Natürlich waren die Umfragen auch beeinflusst von der Bundespolitik. Jetzt geht es um die Steiermark, jetzt geht es um steirische Themen und da sind wir sehr optimistisch, dass also die SPÖ auch am 24. November, das ist ja unser Wahlsonntag, ein gutes Ergebnis einfahren wird. Okay. Jetzt grundsätzlich, was sind die Themen, die Ihrer Meinung nach dominieren? Also der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Waldner, wo die FPÖ ja sehr stark dazu gewonnen hat, aber klar Zweite geblieben ist, hat zum Beispiel das Migrationsthema angesprochen. Das dürfte Ihnen auch ein wichtiges Anliegen sein. Also bei uns in der Steiermark ist das Migrationsthema ein ganz ein wichtiges Thema. Das wird auch diskutiert. Das ist also im Zuge der Nationalratswahl stark diskutiert worden, wird auch jetzt da im Hinblick auf die Landtagswahl ein wichtiges Thema in der Steiermark sein. Was bei uns auch wichtige Themen sind, sind Wohnen. Leistbares Wohnen ist bei uns ein Thema und vor allem die Teuerung, weil noch viele Menschen in der Steiermark leiden unter dieser Teuerung. Und das sind die Hauptthemen und da haben wir als Sozialdemokratie in der Steiermark die besten Antworten. Mhm. Aber trotzdem, das sind ja, also wenn wir jetzt das Thema Migration kurz beiseite lassen, dazu komme ich dann später noch, Themen wie leistbares Wohnen oder Teuerung wären klassische sozialdemokratische Themen. Das bewegt eigentlich die Menschen, egal ob in Wien oder Steiermark, in Vorarlberg, im Bund oder im Land, die Menschen sehr stark. Trotzdem scheint die SPÖ nicht davon profitieren zu können, obwohl das eigentlich sozialdemokratische Kernthemen wären. Wieso ist das der Fall? Ja, wir haben in der Steiermark zum Beispiel, was das Thema Wohnen betrifft, das größte Wohnbauprojekt, kann man sagen, die größte Wohnbauoffensive gestartet der letzten Jahre, gemeinsam natürlich mit der ÖVP in unserer Koalition. Wir sehen jetzt schon die ersten positiven Auswirkungen. Ich glaube, das sind die richtigen Antworten auf dieses Problem. Und was die Teuerung betrifft, war es so, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten punktuell unser Geld eingesetzt haben. Wir haben geschaut, dass jene Menschen, die es am dringendsten brauchen, ein Geld bekommen. Wer konnten wir uns aufgrund der budgetären Lage der Steiermark nicht leisten? Aber ich glaube, das sind schon Antworten, wo wir auch aus vielen Gesprächen in der Steiermark erfahren, dass die Leute schon sagen, ja, ihr in der Steiermark seid einen Weg gegangen, der war anders als auf Bundesebene. Weil auf Bundesebene hat man im Grunde genommen einfach die Gießkanne ausgepackt, ist mit dem Geld durchs Land gefahren, hat jedem etwas gegeben, ob er es dringend braucht oder nicht. Das ist nie unsere Politik in der Steiermark gewesen. Und vor allem, ich bin der Meinung, dass wir auch in der Zukunft uns das nicht mehr leisten werden können, dass man mit der Gießkanne durchs Land fährt, Geld verteilt, sondern ich glaube, dieses Geld, das vorhanden ist, müssen wir so einsetzen, dass es bei denen ankommt, die es am dringendsten brauchen. Mhm. Wie würden Sie mit dem Thema Migration anders umgehen?
Ja, ich glaube, wir müssen einmal das Thema ganz offen diskutieren und wir müssen mit sagen, wir meinen Sie jetzt die SPÖ? Ich meine die SPÖ, so wie wir das in der Steiermark sagen, wie ich das sage. Schauen Sie, ich habe in unzähligen Gesprächen im Zuge des Nationalratswahlkampfes bin ich angesprochen worden auf die Problematik, die Jung und Alt beschäftigt in der Steiermark. Es ist ein Thema, dass wir sagen, wir müssen auch vor allem im Kindergartenalter, im Kinderkrippenalter, schon in diesem Alter, ab 3 Jahren, müssen wir schon einmal das Problem anpacken, dass viele also Probleme haben, die deutsche Sprache zu erlernen. Das führt zu Problemen in weiterer Folge in der Kinderbetreuung, im Kindergartenalter, aber geht dann eins zu eins über in die Volksschule. Und viele, vor allem auch die älteren Leute, sagen, das ist ein Problem für unsere Kinder, wenn sie zum Beispiel in Kinderbetreuungseinrichtungen sehen, wo die weit mehr als die Hälfte, also wirklich weit mehr als die Hälfte, nicht die deutsche Sprache beherrschen, beziehungsweise es auch dann in der Volksschule sich so weitersetzt. Ich glaube, das sind die Themen, die wir angehen müssen. Und daher sagt die steirische SPÖ, verpflichtend ein zweites Kindergartenjahr, damit wir diese Probleme dann nicht haben, wenn sie in die Volksschule kommen. Das sind, glaube ich, Lösungsansätze, das müssen wir ganz klar sagen. Und dann müssen wir auch ganz klar sagen, dass wir als steirische SPÖ immer schon gesagt haben, jene, die die Hilfe brauchen, denen müssen wir die Hilfe geben. Aber jene, die sich also hier in der Steiermark nicht wohlfühlen, die sich also mit dem Ganzen nicht zufrieden sind, denen steht es ja offen, wieder die Steiermark zu verlassen. Es ist ja niemand verpflichtet, dass er in der Steiermark bleibt. Mhm. Gut, aber Ihre Wiener Kollegen sagen jetzt mittlerweile, es ist auch Wien nicht verpflichtet, immer 200% Quoten zu erfüllen und wollen auch nicht mehr mitspielen bei der Nichtquotenerfüllung der Bundesländer. Also die Steiermark war immer so unter den ersten 3, 4, was also die Erfüllung der Quote betrifft. Man muss auch schauen, warum wollen so viele nach Wien. Aber ich glaube, das Problem ursächlich beginnt ja in der Europäischen Union. Also es muss endlich einmal gelingen, die Leute, die in Richtung Europa kommen, einmal gerecht aufzuteilen. Dort fängt ja das Riesenproblem für Österreich an, weil wir im Verhältnis jenes Land sind, wo am meisten Migrantinnen und Migranten kommen. Mhm. Jetzt hat Ihr Kollege aus Niederösterreich, der Sven Hergovich, vor kurzem bei mir im Interview gesagt, im SPÖ-Präsidium hätte man sich darauf verständigt, derzeit keine Personaldiskussionen im Bund zu führen, aber es müsse eine inhaltliche Neuorientierung der SPÖ im Bund geben. Sehen Sie das auch so? Schauen Sie. Wir haben jetzt ungefähr 2 Jahre Personaldiskussion in der SPÖ gehabt, auf Bundesebene. Und sogar noch untertrieben, ich glaube sogar noch länger, aber ja. Vielleicht war es noch länger, aber gefühlt war es wahrscheinlich wirklich länger. Mhm. Und diese Diskussion hat uns letztendlich nicht nur nicht genützt, sondern sie hat uns geschadet. In unzähligen Gesprächen ist mir gesagt worden in der Steiermark, naja, ihr seid eigentlich ein zerstrittener Haufen und. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen jetzt sicher keine Personaldiskussion. Da stimme ich dem Kollegen Hergovich auf jeden Fall zu. Inhaltlich ist es ja jetzt da eigentlich an der Zeit zu schauen, was wollen wir? Wollen wir in eine Koalition, unter welchen Voraussetzungen? Aber grundsätzlich, noch einmal abschließend, eine Personaldiskussion, glaube ich, die brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Gut, aber Sie haben mir das ein wichtiges Stichwort gegeben, nämlich die Koalitionen. Da heißt es ja immer, oder da haben Sie sich auch in der Hinsicht schon mehrmals geäußert, Sie sind ja da nicht so strikt, was ein Nein zur FPÖ angeht. Könnten Sie sich eine Koalition mit den Freiheitlichen im Bund und im Land vorstellen? Also vielleicht darf ich sagen, ich habe immer gesagt, dass ich mit jeder demokratisch gewählten Partei in der Steiermark Gespräche führe und auch führen werde nach der Wahl. Ich glaube, das ist einfach notwendig. Wir in der Steiermark haben seit vielen Jahren also eine ausgezeichnet funktionierende Koalition mit der ÖVP. Mhm. Auf Bundesebene könnte ich mir eine Koalition aus steirischer Sicht mit der FPÖ, mit Herbert Kickl an der Spitze, nicht vorstellen. In der Steiermark, glaube ich, ist das Miteinander der Parteien ein anderes.
auch was also die Spitzen der einzelnen Parteien betrifft, ich glaube, das kann man so nicht vergleichen. Mhm. Aber das heißt, eine Koalition mit Herbert Kickl im Bund nein, aber eine Koalition mit Mario Kunasek, dem Landeschef der steirischen FPÖ und dem Spitzenkandidaten der FPÖ und der SPÖ, also und Ihnen, wäre sehr wohl möglich. Ja, ich schließe also eine Koalition auf steirischer Ebene mit der FPÖ nicht aus. Mhm. Was würden Sie denn Ihren Kollegen im Bund jetzt anraten? Sollen die diese Alternativkoalition gegen eben einen Kanzler Herbert Kickl von der FPÖ anstreben mit Nehammer, mit der ÖVP und den NEOS oder nicht? Also ich glaube, ich habe das schon sehr oft gesagt, grundsätzlich bin ich persönlich der Meinung, dass die SPÖ eine Regierungspartei ist. Das heißt, unser Ziel muss sein, in einer Regierung zu sein. Da können wir einfach unsere Ideen, unsere Vorstellungen besser umsetzen. Persönlich glaube ich, dass wir nicht die typische Oppositionspartei sind. Ich glaube, es ist aber notwendig bei diesen Gesprächen und ich bin sicher, das wird unser Vorsitzender Andreas Babler und jene, die dann im Verhandlungsteam sind, sicher gut machen. Ich glaube, es ist notwendig, dass man in einer etwaigen Regierungsarbeit, Regierungsübereinkommen, also in einer Koalition, sehr deutlich die sozialdemokratische Handschrift sieht. Das ist mir so wichtig, weil ich glaube, ansonsten würde es für uns sehr, sehr schwer werden in den nächsten Jahren. Und vor allem auch, wenn es wieder eine Wahl gibt, dann würden sicher die Wählerinnen und Wähler sich schwer tun, der Sozialdemokratie in der Zukunft zu glauben, welche Programme, welche Punkte sie umsetzen will. Aber was heißt eine deutliche sozialdemokratische Handschrift? Was sind da aus Ihrer Sicht die unbedingt nötigen Punkte, die die Sozialdemokratie in so einer Koalition durchbringen müsste? Nein, schauen Sie, beispielhaft, es gibt mehrere Punkte, aber beispielhaft für mich ist ganz klar, ich glaube, da ist jeder in der Sozialdemokratie einig, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der Gewerkschaft, dass wir sagen, also 45 Jahre sind genug, wie es so schön heißt. Das ist auf jeden Fall einmal so für mich so ein Eckpfeiler, wo ich sage, an dem ist nicht zu rütteln. Mhm. Und da gibt es ein paar Punkte. Und ich glaube, insgesamt, auch was Inhalte betrifft, die man in der Wahlbewegung immer wieder angesprochen hat, da ist sehr viel Gutes dabei und da muss man also in einer Koalition versuchen, so viel wie möglich hineinzubringen. Aus eigener Erfahrung weiß ich natürlich, dass es schwierig ist. Schwierig ist, in einer Koalition alle Punkte unterzubringen. Das ist mir völlig klar. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eine Drei-Parteien-Koalition eventuell geben könnte, dann muss man sagen, dann ist es ja noch schwieriger. Das heißt, man muss da sehr vorsichtig sein im Vorfeld mit Aussagen aus meiner Sicht, aber letztendlich trotzdem sozialdemokratische Handschrift in einem Regierungsprogramm muss ersichtlich sein. Also nein zu einem höheren Pensionsantrittsalter, das ist klar herausgekommen. Aber zum Beispiel im Wahlkampf hat natürlich die Forderung nach einer 32-Stunden-Woche war eigentlich im Wahlkampf nicht mehr so dominant, wie manche glauben. Aber natürlich schon weiter die Forderung nach vermögensbezogenen Steuern, also Millionärsteuern, Erbschaften, Vermögensteuern. Sollte das eine Forderung in den Koalitionsverhandlungen sein? Weil dann wird es sicher schwer mit einer Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP und den NEOS. Also ich möchte zuerst den ersten Teil Ihrer Frage beantworten, was also diese 32-Stunden-Woche betrifft, diese Diskussion. Ich persönlich bin ein Fan, war schon immer so ein Fan der Sozialpartnerschaft und ich glaube, dort ist eine Arbeitszeitverkürzung in den Verhandlungen dann gut aufgehoben. Das war eine Forderung, ja, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es momentan ganz schwierig. Das wissen wir in vielen Branchen, vor allem wie auch in der Steiermark, wissen das, dass man das sofort umsetzt. Sondern da geht es darum, dass also hier die Gewerkschaften, die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter und die Arbeitgeberseite, dass die in Verhandlungen über dieses Thema diskutieren. Das ist ja auch in der Vergangenheit so passiert und da bin ich sehr positiv gestimmt, dass man das auch in der Zukunft machen kann. Was also Steuern betrifft, insgesamt, dann geht es da vielleicht gar nicht um die eine oder andere spezielle Steuer, sondern es geht darum, etwas mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Und ich glaube, das ist ja sicher auch, und das wissen wir,
aus Umfragen, da ist ja mehr als ein großer Anteil der Bevölkerung damit einverstanden, dass man schon einmal schaut, wo kann man hier mehr Gerechtigkeit, was also Steuern betrifft, in Österreich erreichen. Mhm. Gut, Herr Lang, dann danke ich Ihnen für das Interview. Wir werden uns sicher noch vor der steirischen Landtagswahl hören und damit schöne Grüße in die Steiermark. Herzlichen Dank, freue mich und liebe Grüße nach Wien. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es gleich mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.